Hallo, hier ist Ash von Ash 5 und ich habe hier so ein Inky bekommen. Ich glaube, die meisten wissen, was ein Inky ist. Hier ist er. Das ist halt so ähnlich, das ist halt eine Vorstufe vom Füller. Und da habe ich noch dafür, dann habe ich hier noch Tintenpatronen, noch neue, falls meine leer sind, in meiner Federtasche. Meine Federtasche ist übrigens hier. Das. Und da habe ich jetzt Stifte rausgenommen, weil ich die erstmal anspitzen muss. Das ist halt jetzt der Inky und den, ich habe hier mein Heft. Ich habe das einfach mal durch. Die erste Seite so durch. Alles habe ich durchgeschrieben. Und auch hier hinten alles durch. Hier alle Sätze und so. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Lege es jetzt mal zur Seite. Und schreibe mir mal auf einen extra Zettel was drauf. So. Dann schreibe ich einfach mal Ash hier hin. Ja. Obwohl, nee, das sah nicht so gut aus. Und wenn man das wegradieren möchte, dann braucht man einen Tintenkiller, aber den habe ich leider noch nicht. Und dann schreibe ich jetzt einfach mal Hallo Zuschauer. Da unten steht, hallo Zuschauer. Und hier, ich schreibe das. Zeige ich das ein bisschen. So, schreibe ich. Sieht man das auf der Kamera? Ja. Dann schreibe ich jetzt mal hallo Zuschauer nochmal. So, normal ist da. Und ja, das war halt jetzt der Inky. Hier ist er nochmal. Und man macht das ja eigentlich mit einem Bleistift, aber ich bin jetzt in der zweiten Klasse und da darf man das schon und hier mache ich den auf. Und hier ist dann auch die Patrone. Mache ich aber jetzt erstmal zu, weil. Und jemand aus meiner Klasse, da ist einmal im Unterricht seine Tintenpatrone ausgelaufen. Und ja, dann ist halt mein Klassenlehrer gekommen und dann konnte der halt mit dem nicht mehr schreiben, weil er keine Ersatzpatrone, glaube ich, dabei hatte. Und deswegen weiß ich jetzt, dass ich eine Ersatzpatrone dabei haben muss. In der Federtasche. Hier. Und hier nochmal habe ich zwei Stück von dem hier nochmal. Da ist noch eine Kappe drauf. Ja, und man radiert hier eigentlich mit dem. Und da macht man es mit dem Tintenkiller. Und ich schreibe. Warte, das obere. Ich schreibe jetzt mal nochmal Hallo Zuschauer mit dem Bleistift. Und dann könnt ihr mal schreiben, welchen ihr besser findet: Bleistift oder diese Vorstufe vom hier Kugelschreiber. Das untere ist mit dem Bleistift geschrieben und das obere ist mit dieser Vorstufenform Füller geschrieben. Und dann könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr besser findet, diese Inky-Vorstufenform Füller oder halt einen Bleistift. Und ich würde auch schon sagen, das war mein Video. Wenn euch mein Video gefallen, dann gebt mir einen Daumen nach oben, damit ich sehe, dass es euch gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.